Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des BookTube Sommercamps. Ja, ich darf Teil dieser wunderbaren Aktion sein, die ja schon in den letzten Jahren öfter immer wieder stattgefunden hat. Seit Juli bekommt ihr jetzt 2 Wochen jeden Tag 2 Videos, die auf verschiedenen Kanälen online kommen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, beziehungsweise wenn ihr schauen wollt, was denn in der letzten Zeit alles schon erschienen ist, dann schaut mal in der Infobox, da habe ich euch die Playlist verlinkt. Da könnt ihr schauen, was alles schon erschienen ist. Und wenn ihr die Playlist im Blick behaltet, dann werden dort auch immer die neuesten Videos hochgeladen. Ja, ich freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Auch wenn Sommerlektüre natürlich oft gar nicht so viel mit Fantasy oder mit Horror zu tun hat, habe ich natürlich überlegt, wie kann ich das doch irgendwie verbinden. Ich habe euch schon mal ein Video gedreht, wo ich euch sommerliche Fantasy-Lektüre vorgestellt habe. Und ich glaube, auch Horrorbücher waren dabei. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann verlinke ich euch das auch nochmal in der Infobox, weil es einfach jetzt so wunderbar zu dem Thema passt. Aber ich wollte natürlich jetzt nicht dasselbe nochmal machen, sondern habe überlegt, Urlaub und Sommer verbinden ja viele mit Wasser und Meer. Und deswegen habe ich überlegt, mache ich euch jetzt ein Video zum Thema maritime Fantastik. Also maritime Horrorromane und Fantasyromane möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Ich habe in dieser Rubrik schon vieles gelesen und mich spricht dieses Setting immer wieder an. Ich bin eben auch ein Meermädchen, könnte man sagen, und hier im Norden ist man doch dem Wasser auch doch ein bisschen zugeneigt. Aber ich möchte euch jetzt nicht alle Bücher vorstellen, die ich jemals gelesen habe, sondern ich habe jetzt 3 Bücher rausgesucht, die ich euch empfehlen möchte, die ich wirklich sehr gerne gelesen habe. Und dann habe ich auch noch 3 Bücher auf meinem Sub, auf meinem Stapel ungelesener Bücher gefunden, die ich sehr gerne noch lesen möchte und die auch sehr gut in diese Rubrik passen. Und deswegen denke ich mal, 6 Bücher sind ganz wunderbar. Aber wenn ihr natürlich noch weitere maritime Fantasy-Horror-Tipps habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich glaube, da werden sich die anderen dann auch drüber freuen. Und ich natürlich auch. So, jetzt fangen wir mal mit dem ersten Buch an. Und zwar sind das die Schauergeschichten vom Schwarzen Schiff von Chris Priestley. Das ist eigentlich der 2. Band dieser Schauergeschichten-Trilogie. Jeder Band ist im Grunde eine Kurzgeschichtensammlung, aber immer eingefasst in eine Rahmenhandlung. Wenn ihr alle Querverweise verstehen möchtet und vielleicht auch so ein Monk seid wie ich, dann kann ich euch durchaus empfehlen, mit Band 1 anzufangen. Aber man muss das nicht lesen, um diese Geschichten verstehen zu können. Das heißt, wenn ihr gerade auf diese maritimen Geschichten abfahrt, dann könnt ihr auch einfach zu Band 2 greifen und habt dadurch nicht irgendwelche Wissenslücken, die euch das irgendwie verleiden, dieses Buch. Hier geht es um einen Mann, der in ein Unwetter gerät und dann Unterschlupf in ein Haus sucht, das sehr, sehr nah an den Klippen steht. Und die beiden Geschwister bringen es nicht übers Herz, ihn draußen zu lassen und lassen ihn ein. Und der Mann kriegt irgendwann mit, dass diese 2 Kinder, Junge und Mädchen, total auf Gruselgeschichten stehen. Und er ist wohl viel rumgekommen schon und er kennt viele Geschichten. Und deswegen erzählt er ihnen eine nach der anderen. Und wir hören, lesen diese Geschichten eben auch mit. Doch das Gruseligste ist wohl, was am Ende erfahren wird, denn diese Bücher haben am Ende immer so einen kleinen Twist, die wirklich Spaß machen. Aber auch die Gruselgeschichten an sich, die geben einem wirklich ein schön schauriges Gefühl und einige Gänsehautmomente. Auch wenn die Bücher so ab 12 Jahren auch schon empfohlen werden, finde ich sie jetzt nicht kindisch oder albern, sind aber auch nicht blutig oder grausam. Deswegen passt Schauergeschichten, finde ich, hier auf jeden Fall sehr gut hin. Das Ganze ist auch illustriert, was natürlich für Illustrationsfans, für bibliophile Menschen natürlich noch mehr hermacht. Ich weiß nicht, ob es die gebundenen Ausgaben noch zu erstehen gibt. Die gibt es aber auch als Taschenbücher. Vielleicht kommt man da ein bisschen leichter ran. Auf jeden Fall finde ich ein guter Einstieg
in dieses maritime Thema. Und das ist mir auf jeden Fall sofort ins Auge gesprungen, als ich mein Bücherregal nach maritimen Büchertipps durchforstet habe. Auch das nächste Buch passt sehr gut hierhin. Allerdings haben wir es hier nicht mit Horror, sondern mit Jugendfantasy zu tun. Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater habe ich vor Jahren gelesen, ist aber wirklich ein Buch, was ich sehr, in sehr guter Erinnerung habe. Und was auch tatsächlich ein Einzelband ist, in der Fantasy ja doch eher selten zu finden. Und deswegen umso mehr einen zweiten Blick wert. Dieses Buch ist eigentlich kein Sommerbuch, sondern eher ein Herbstbuch, aber maritim ist es auf alle Fälle. Es spielt im November. Jedes Jahr im November gibt es ein Pferderennen, aber nicht irgendein Pferderennen, denn hier werden Pferde aus dem Meer, blutrünstige Fabelwesen, versucht zu bändigen und mit ihm ein Rennen zu veranstalten. Wer dieses Rennen gewinnt, bekommt ein sehr, sehr großes Preisgeld. Und genau dieses Preisgeld beginnt Puck zu reizen, denn sie ist darauf angewiesen und das müsste ihr Leben retten, denn sie braucht dieses Geld unbedingt. Deswegen geht sie dieses Wagnis ein, denn es ist nicht sehr ungefährlich, dieses Rennen mitzumachen, diese Pferde versuchen zu bändigen, denn viele überleben das nicht. Weil es eben so blutrünstige Wesen sind, wird das Meer manchmal rot gefärbt durch die verschiedenen Opfer. Ja, und trotzdem sind die Menschen von diesen Wesen so angezogen, dass es dieses Rennen einfach jedes Jahr aufs Neue gibt. Und es gibt einen jungen Mann, der sie wohl auch unterstützt, dabei zu sein, denn sie ist die erste Frau, das erste weibliche Wesen, was dort als Teilnehmer mitmachen möchte. Und es gibt eben viele Hindernisse. Hier ist auch eine kleine Liebesgeschichte mit eingeflochten. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alle Details. Ich weiß aber, dass es mich hier nicht so gestört hat, dass ich einfach diese Atmosphäre, diese raue Natur, diese Küste, das Meer, diese Pferde, diese magischen Wesen sehr genossen habe. Also ich kann es auf jeden Fall für Pferdeliebhaber empfehlen. Ich finde aber nicht, dass es ein typisches Pferdebuch ist. Und finde, es ist eine gute Mischung aus Magie und trotzdem Abenteuerbuch. Deswegen kann ich es hier sehr empfehlen. Und wer jetzt nicht unbedingt Jahreszeitenleser ist, aber trotzdem diese Atmosphäre genießen möchte, kann dieses Buch natürlich auch, wenn es im November spielt, jetzt schon im Sommer lesen. Das nächste Buch könnte nicht maritimer sein, auch wenn es nicht so aussieht. Der Silberne Traum von Thomas Finn ist das Prequel zu einer Trilogie. Auch eine Jugendtrilogie, die aber, finde ich, doch irgendwie heraussticht, weil es viele tolle Ideen innehat und eben nicht dieser Romantasy-Schiene folgt, obwohl es erst so wirkt. Wir treffen hier auf die Halbelfe Fee, die auf einem verlassenen Schiff im Nordmeer aufwacht und die einzige Begleitung ist eine Möwe, die sie zuquatscht. Sie kann sich nicht mehr erinnern, was genau ihr passiert ist. Es kommen immer so kleine Erinnerungsfetzen. Sie weiß, dass die böse Elfenkönigin Morgoja ihr Reich bedroht und dass sie auf jeden Fall etwas dagegen tun muss und starke Verbündete braucht. Und so macht sie sich eben auf den Weg, diese Verbündete zu suchen. Und auf diesem Weg trifft sie auf viele Kapitäne, auf Sirenen, auf Meermenschen und vieles mehr. Das Ganze ist wirklich sehr magisch, aber auch sehr heiter und unterhaltsam geschrieben. Es gab einige lustige Momente, es wird hier viel seemännisch geflucht. Und diese Welt ist doch auch so ein bisschen unsere angelehnt. Also es gibt hier auch Hammerburg, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob hier die Karte mit drin ist. Ja, ich glaube, das ist in der Neuauflage dieser Reihe gab es, glaube ich, eine Karte. Aber ich fand die alte Auflage doch noch ein bisschen hübscher. Aber wie gesagt, ist es so ein bisschen an unsere Welt, an unsere Karte so angelehnt. Man entdeckt also einige Städte, zum Beispiel eben Hamburg hier drin und auch so ein bisschen die Nordküste. Und gerade so als Nordlicht ist es natürlich erst recht schön, das zu lesen.
Und ich freue mich auch schon auf die Trilogie, denn die daran anschließt. Ob es dann auch so maritim vonstatten geht, weiß ich nicht. Aber hier das Prequel, das man durchaus auch als Einzelband lesen kann, finde ich schon sehr gelungen. Auch wenn das jetzt nicht eine sehr tiefgründige, epische Welt ist, hatte das großen Unterhaltungswert, gerade eben wegen dieser maritimen Kulisse, diesen maritimen Figuren und wegen den tollen Ideen, die hier Thomas Finn besitzt, den ich ja auch sehr schätzen gelernt habe durch seine Horror-Thriller. Aber hier finde ich es auch wirklich sehr gelungen, wie er diese Fantasy-Reihen, ja, diesen Fantasy-Reihen-Auftakt geschrieben hat. So, das waren die gelesenen Bücher und jetzt kommen die noch ungelesenen Bücher und da ist einiges Düsteres dabei, also auch wieder für Horrorfans etwas. The Cavern von Alistair Hodge, Das Grauen aus der Tiefe ist im Lucifer Verlag erschienen und ich glaube, das ist ein bisschen ja, trashiger, actionreicher Horror, aber ich hoffe auch ein bisschen atmosphärisch, weil es eben nicht an der Küste oder in der Nähe von Meeren oder Flüssen spielt, sondern unter Wasser zum Höhlentauchen. Ich habe ja irgendwann mal diese Leidenschaft entdeckt für so ja, Abenteuergeschichten und dann bin ich vom Bergsteigen, aber auch zu Höhlenklettern und dann auch Höhlentauchen gekommen und habe mir da einige Dokumentationen angeguckt und dann auch geschaut, was gibt es denn da für Buchtipps und dann bin ich eben auf dieses Buch gestoßen. Und habe es mir auf meine Wunschliste gepackt und irgendwann habe ich es dann halt auch geschenkt bekommen. Und hier geht es eben um unterirdische Gänge, die von einem Forschungsteam erkundet werden sollen und auch eben von einem, ja, unserem Protagonisten. Auch der soll nun mit dabei helfen. Ich glaube, er ist Mediziner, also hat gar nicht so viel mit Höhlenforscherei irgendwie zu tun, muss aber mit dabei sein zur Sicherheit und er leidet unter Klaustrophobie. Und dann irgendwann muss er in diese pechschwarze Tiefe abtauchen, doch da lauert irgendetwas. Ja, ich bin gespannt, ob das so typischer Monster-Horror ist, der so ein bisschen ins Trashige abdriftet. Oder ob es denn doch so ein bisschen mit der Dunkelheit und mit dieser klaustrophobischen Enge und ja, mit unentdeckten Orten spielt und dadurch eine tolle Atmosphäre schafft. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Auch das kann auf jeden Fall sehr unterhaltsam sein und ja, ich glaube auch in jeder Jahreszeit gelesen werden. Aber es spielt unter Wasser und demnach ist es doch durchaus maritim. Beim nächsten ungelesenen Buch sind wir wieder über Wasser, aber schwimmen auf ein Schiff mit. Und zwar haben wir es hier mit Der Tod und das dunkle Meer zu tun von Stuart Turton. Das spielt im 17. Jahrhundert, genauer genommen 1634. Und hier passiert ein Mord auf hoher See. Und wir treffen auf den Detektiv und seinen Assistenten, die eben auch mit auf diesem Schiff sind und wahrscheinlich dann ermitteln, wer hier der Mörder ist. Doch es geht nicht einfach nur um eine Ermittlung, sondern auch um Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier und scheinbar ist der Teufel mit an Bord. Und ich weiß noch nicht genau, ob das wörtlich gemeint ist oder ob das symbolisch gemeint ist, denn hier soll es auch viel um menschliche Abgründe gehen. Und ich denke mal, Stuart Turton führt uns hier wieder durch einen komplexen Irrweg, denn auch sein Erstlingswerk habe ich gelesen. Und das fand ich schon unglaublich, was er dort geschaffen hat, wie viele Protagonisten bzw. wie viele Figuren er eingeführt hat, wie viele Fallstricke, was für ein Twist er am Ende ja, uns gezeigt hat und auch zwischendurch. Und immer wieder hatte er die Fäden in der Hand und nie hatte ich das Gefühl, dass er so ja, dahin geschrieben hat, sondern das war alles gut durchdacht und ich hoffe, dass es hier auch so der Fall sein wird, dass er auch hier wieder das Konstrukt aufrechterhält und mit einer Prise Fantastik ja, das Ganze noch würzt, denn beim Werk Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle hatte er so eine Zeitschleife. Und hier bin ich gespannt. Also ich kann es noch nicht so richtig deuten, wie gesagt, ob es tatsächlich irgendwas mit Mystik zu tun hat, ob hier irgendwie tatsächlich der Teufel mit an Bord ist, ob es irgendwelche Bündnisse, Pakte, teuflische Pakte gibt
oder ob irgendwas anderes hier fantastisch ist. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt, habe aber auch ein bisschen Respekt davor, weil erstmal ist es dick, aber das alleine ist es nicht, sondern ja, diese Komplexität, die dahinter steckt, das kann man nicht mal eben so weglesen, so war es jedenfalls beim ersten Band. Und trotzdem bin ich so neugierig und freue mich darauf. Und ich finde auch die Aufmachung wieder cool. Und auch hier gibt es eine wunderbare Karte, ein Querschnitt vom Schiff, wo man die verschiedenen Räume sehen kann und wahrscheinlich auch die verschiedenen Besatzungsmitglieder. Ja, da wird wieder so einiges passieren und ich freue mich riesig drauf. Und als letztes haben wir eine Dystopie und ich weiß noch gar nicht, ob das so viel Fantastik beinhaltet, aber ich freue mich drauf, das zu entdecken. Into Dark Waters von Astrid Scholte ist ein Buch, was mich sofort angesprochen hat, sowohl vom coolen Cover als auch vom Inhalt, denn es spielt in einer Welt, vielleicht in einer möglichen Zukunft, wo es die große Flut gegeben hat, vor 500 Jahren. Jetzt ist die Erde oder der Planet, die Welt von Wasser bedeckt und unsere Protagonistin Tempest, die wagt sich jedes Mal in die Tiefen, denn sie holt dort immer wieder Artefakte hoch oder versucht dort irgendwas zu finden, ja, um Geld zu machen. Und sie möchte auch unbedingt auf die Forschungsinsel, wie heißt sie, Palindromena kommen. Das ist für einen hohen Preis, nämlich für 24 Stunden möglich. Und dort ist ihre Schwester untergebracht oder vielleicht arbeitet sie dort, ich weiß es nicht. Und ihre Schwester weiß wohl von einem Geheimnis. Ein Geheimnis, das das Rätsel um den mysteriösen Tod ihrer Eltern auflöst. Und dieses Rätsel möchte Tempest unbedingt lösen und dafür braucht sie eben Geld, dafür taucht sie immer und ja, mit diesem Geld will sie eben auf diese Insel kommen. Ja, und was dahinter steckt, ob da jetzt viel Dystopisches drin ist, ob da vielleicht noch irgendwas Fantastisches zu finden ist, ob das eher abenteuerlich spannend ist oder sogar gesellschaftskritisch, wir werden sehen. Ich freue mich da schon sehr drauf, das zu entdecken. Und ja, unter Wasser finde ich einfach, ist ein wunderbares Setting. Da kann man so viel Atmosphäre, Mystik und Ideen reinbringen, was den Leser natürlich umso mehr einwickeln kann in diese Geschichte. Ja, das waren meine 6 Tipps, die ich euch geben möchte, beziehungsweise 3 Tipps und 3 Bücher, die noch zu lesen sind von mir und auf die ich hoffe, dass sie irgendwann zu Buchtipps werden, die ich euch dann geben kann. Ich werde berichten, sobald ich sie gelesen habe. Ja, und jetzt war es das mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude dran. Wenn ihr weitere maritime Buchtipps habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Da freue ich mich dann sehr. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß weiterhin beim BookTube Sommercamp. Ich selbst freue mich auf die weiteren tollen Videos, die da erscheinen werden. Und alle haben so tolle Ideen, so vielfältige Ideen. Morgen, wie gesagt, um 8 Uhr bei Ingo auf dem Kanal Senf dazu. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!